Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Heute geht's um das erste von 3 Infovideos. In den kommenden Tagen warten also noch 2 weitere auf euch. Und heute, ganz genau, werden wir uns beschäftigen mit dem Thema Devoisia, mit dem Thema Crowdfunding. Denn ja, vor einiger Zeit habe ich ein Video dazu gemacht. Ich habe immerzu auf Twitter dazu aufgerufen, uns doch zu unterstützen und so weiter und so fort. Das heißt, die meisten von euch sollten es mitbekommen haben, worum es hier geht. Falls es trotzdem jemand nicht mitbekommen hat, Weltenbruch, das Mal der Sonne, was ihr hier seht, wird unsere Geschichtensammlung sein. Also ein Buch, das wir rausbringen werden als Devoisia-Team. Ich bin Teil des Devoisia-Teams. Es gibt auch noch 6 andere Mitglieder und wir wollen ein Buch veröffentlichen, in dem Zeichnungen sind, das von einer App begleitet wird und so weiter und so fort. Das ist die Kurzfassung des Ganzen. Könnt ihr euch sonst sehr gerne auf dieser Crowdfunding-Seite durchlesen. Ja, und ich habe eben aufgerufen dazu, dass ihr uns unterstützen könnt, damit wir unser Ziel von 4.100 Euro, damit wir das Ganze umsetzen können, irgendwie erreichen. Und ihr seht es, wir haben das Ziel erreicht und wir sind auch weit über dem Ziel. Und dafür einmal ein ganz, ganz fettes Dankeschön für den riesen Support. Also es gab immer mal Tage, wo sehr wenig passiert ist, aber dann gab es auch Tage und Phasen, wo einfach alles explodiert ist. Und ich weiß, sehr, sehr viele von euch da draußen haben hier mitgeholfen. Vielleicht teilweise sogar nicht mal, weil sie sich für das Buch interessieren oder so, sondern einfach nur, weil sie das Ganze unterstützen wollen. Aber auch wenn ihr euch dafür interessiert, sehr, sehr coole Sache, egal auf welche Art und Weise ihr supportet habt, auch durch das Teilen und so weiter. Danke an jeden Einzelnen da draußen, dass wir dieses Ziel eben erreichen konnten. Und wir haben nicht nur dieses Ziel erreicht, denn wenn wir hier ganz kurz mal auf den Blog gucken, dann gab es hier ein weiteres Ziel. Und das ist, sind sogenannte Stretch Goals, die auf dieser Seite funktionieren. Das heißt, wenn man das Ziel erreicht und es läuft halt eine gewisse Zeitspanne, dieses Projekt, wo man das unterstützen kann, und auch wir haben noch ein wenig, einen Tag Zeit tatsächlich, kann man weitere Ziele stecken und sagen, okay, wenn wir so und so viel erreichen, dann können wir das und das noch zusätzlich bieten. Und das haben wir gemacht mit eben 5.000 Euro. Auch die wurden geknackt. Das heißt, es gibt jetzt 5 weitere Zeichnungen im Buch und außerdem 5 zusätzliche App-Inhalte. Wie gesagt, es ist eine App, die parallel dazu läuft. Das heißt, auch da gibt es jetzt mehr Inhalt. Und ja, wir haben auch noch ein weiteres Stretch-Goal, was wir noch nicht geknackt haben. Und das sind die 6.000 Euro. Und das ist vielleicht interessant für einige von euch. Und zwar gibt es einmal die Aufwertung der Limited Edition. Das ist halt so eine Edelausgabe im Prinzip. Die wird nochmal ein bisschen aufgewertet, weil wir jetzt eben mehr Budget zur Verfügung haben. Und was sehr interessant sein könnte, ist eben, dass für alle, die sich irgendein Printbuch gekauft haben, also egal, ob das Softcover, das Hardcover, die Limited Edition, das Komplettpaket oder, die bekommen eben auch noch ein Poster gratis obendrauf, wenn wir diese 6.000 Euro knacken sollten. Es gibt auch noch ein Ziel für 7.000. Wie realistisch das ist, dass wir das noch knacken, sei mal dahingestellt. Aber es ist natürlich nichts unmöglich. Es ist der letzte Tag. Mal sehen, was da noch geht. Aber ihr fragt euch jetzt vielleicht, okay, ne, warum soll ich dieses Projekt noch unterstützen? Wir sehen hier, 47 Stunden sind es noch. Also, wenn das Video rauskommt, werden es wahrscheinlich irgendwie noch so 35 Stunden oder sowas in die Richtung sein. Also ein winziges Stückchen an Zeit ist noch da, um das Projekt zu unterstützen. Aber warum solltet ihr jetzt noch unterstützen? Nun, ich habe mir hier 4 Gründe notiert. Und das erste ist, dass beim Crowdfunding ist es normalerweise so, du unterstützt das Projekt und erst wenn das Ziel erreicht wird, wird dir das Geld auch tatsächlich abgezogen und ab dann können die Produkte, all das, was hier eben an der Seite, ne, das Taschenbuch, E-Book, Postkarten und so weiter und so fort, all diese Produkte können dann überhaupt erst hergestellt werden, wenn das Ziel erreicht wurde. Das heißt, bis dato war noch gar nicht klar, ob man überhaupt etwas bekommt. Man hätte sein Geld wieder zurückbekommen, wenn das Ziel nicht erreicht wäre, aber es war nicht klar, ob sich das überhaupt gelohnt hat, das Ganze zu unterstützen. Jetzt, wo wir das Ziel erreicht haben, ist klar, egal was ihr hier bestellt, ob ihr euch Postkarten holt, ob ihr euch das Taschenbuch einfach holt oder das Komplettpaket oder, ne? Ihr bekommt das hundertprozentig und, wie gesagt, wenn das Ziel erreicht wird, eben sogar noch ein Poster obendrauf. Ne? Also vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant. Das Poster wird übrigens mit dem Cover hier sein, was ihr hier seht. Blende ich wahrscheinlich hier auch nochmal etwas größer gerade ein. Ohne den Schriftzug, sehr wahrscheinlich. Wir werden da, denke ich, nochmal eine Umfrage zu machen, falls wir das Ziel knacken sollten. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Und diese Produkte, also viele dieser Produkte, gibt es eben auch nur während des Crowdfundings. Also falls ihr euch denkt, yo, dann hole ich mir die eben später im Laden.
geht teilweise. Das Taschenbuch, natürlich, wir wollen dieses Buch rausbringen, das kann man im Nachhinein kaufen und auch das E-Book wird erhältlich sein. Schwieriger wird es dann schon mit dem Notizbuch zum Beispiel, da ist eben auch das Cover drauf, bloß ohne Schriftzug und sieht eigentlich sehr cool aus, war gute Qualität und so weiter und so fort. Könnt ihr sonst auch immer gerne auf dem Instagram-Account von Devoisia vorbeischauen, da findet ihr auch nochmal alle Produkte aufgelistet, die haben wir dann nochmal vorgestellt. Notizbuch zum Beispiel oder eben auch das Hardcover wird es nicht geben im Anschluss, weil das einfach zu teuer ist herzustellen. Hier für das Crowdfunding wissen wir, okay, wer will das haben? Und dann können wir das eben die Anzahl herstellen lassen und gut ist. Ne? Die Limited Edition ist mittlerweile ausverkauft, aber Hardcover und Notizbuch und auch Postkarten, Lesezeichen, die wird es bestimmt immer mal wieder geben, aber direkt kaufen kann man sie nicht. Und deswegen ist das vielleicht auch eine Option für euch. Zweiter Grund ist, wir haben immer noch Kosten. Also auch wenn wir hier deutlich über dem Ziel sind, haben wir immer noch enorme Kosten. Wir müssten zum aktuellen Zeitpunkt irgendwie so grob 1500 Euro zu siebend noch oben drauf zahlen. Wir haben eben diese 4000 so niedrig wie möglich angesetzt, damit das Ziel erreicht werden kann. Und ab diesem Zeitpunkt können wir es eben aus eigener Kraft finanzieren. Vorher wäre es uns nicht möglich gewesen, weil es einfach zu viel Geld ist, was benötigt wird. Ab 4000 war es möglich, jetzt haben wir schon weniger Kosten und je mehr wir eben noch hier einnehmen können, desto weniger groß sind die Kosten eben für uns. So ab 7200 wären wir tatsächlich erst so bei plus minus null und ab da würden wir erst daran verdienen. Also momentan machen wir immer noch Minus, momentan stecken wir immer noch alles in die Produkte rein, auch wenn euer Support fucking insane ist. Ja, deswegen, wenn ihr uns da weiter unterstützen wollt, lohnt sich das eben auch dafür. Dritte Sache ist schon, wie gesagt, die Stretch Goals, die es gibt. Ne? Sollten 6000 geknackt werden, dann ja, super. Dann gibt es eben noch Gratiszeug. Sollten 7000 geknackt werden, gibt es nochmal mehr Gratiszeug. Ich teaser es mal insofern an, dass das Poster, was beigelegt ist, dann beidseitig ist. Das heißt, ihr habt zwei verschiedene Motive. Und dieses zweite Motiv, dieses zweite Bild, lassen wir dann extra anfertigen. Und es wird es auch im Buch dann geben. Ist eine sehr, sehr coole Zeichnung, wie ich finde. Aber die können wir tatsächlich nur dann machen, wenn wir die 7000 knacken. Sieht nicht so realistisch aus, aber wer weiß, vielleicht, wenn alle nochmal Gas geben mit dem Werben, mit dem Unterstützen. Vielleicht ist das dann irgendwie noch drin. Ist kein Muss, aber wollte ich nur nochmal erwähnt haben. Ja, und zu guter Letzt, die vierte Sache, warum ihr noch unterstützen solltet, ist, egal ob ihr wenig Geld habt, gar kein Geld, wenn ihr unterstützen wollt, also gar kein Geld ist ein bisschen so optimal, egal ob ihr wenig Geld oder viel Geld habt, das ist scheißegal, ab einer Unterstützung von 5 Euro werdet ihr im Buch genannt. Hier zum Beispiel in diesem Tab Unterstützerinnen sind alle Leute aufgelistet, die uns eben unterstützt haben. Da kann man hier auch gerne durchgucken, was hier so für Namen mit dabei sind. Vielleicht erkennt ihr manche. Man kann aber auch anonym unterstützen und dann wird man eben nicht im Buch genannt, wenn man das eben nicht möchte. Aber eine kleine Unterstützung reicht schon aus, um dann eben im Buch für immer verewigt zu sein. Egal, ob das jetzt die erste, zweite, dritte oder 20. Auflage wird. Ihr werdet in jedem Buch euren Namen finden können, wenn ihr eben uns auf irgendeine Art und Weise unterstützt. Ja, das sind die vier Gründe. Also kurz zusammengefasst nochmal. Die Produkte, die ihr bestellt, bekommt ihr auf jeden Fall auch noch. Und die Produkte gibt, einige Produkte gibt es auch nur während des Crowdfundings. Ihr senkt damit unsere Kosten. Ihr könnt Stretch Goals erreichen, um noch mehr Zeug freizuschalten und ihr werdet eben im Buch erwähnt. So, wenn ihr Bock habt, uns jetzt noch zu unterstützen und dieses Projekt voranzutreiben, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen habt, haut sie raus, ich werde sie schnellstmöglich beantworten und ja, fühlt euch trotzdem, es sei immer erwähnt, wenn es um Geld geht hier auf YouTube, oder auch generell überall, dann fühlt euch niemals zu irgendwas gezwungen. Wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen und wenn ihr das Geld auch habt, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Wir freuen uns riesig über jede einzelne Unterstützung. Wenn ihr das nicht habt oder sagt, eigentlich interessiert mich das nicht so, dann braucht ihr uns auch nicht unterstützen. Ne? Da ist euch niemand böse. Ihr könnt das Projekt zum Beispiel trotzdem noch teilen und verbreiten und so weiter und so fort, wenn ihr kein Geld ausgeben möchtet. Das ist vollkommen fein. Ihr müsst auch gar nichts machen. Fühlt euch zunächst gezwungen. Ich will das immer nochmal sagen, weil es immer, wenn man solche Videos macht, wenn man auf sowas aufmerksam machen möchte, klingt es immer so ein bisschen danach. Los, 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 Geld, 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 Geld. Aber darum geht es nicht. Ich will im Prinzip informieren, euch sagen, warum ihr uns unterstützen könntet. Und wenn euch diese Gründe gefallen, dann ist das was für euch. Wenn euch die Gründe nicht gefallen, dann eben nicht. Ne? Mehr ist das nicht. Gut.
Ja, das war es im Großen und Ganzen. Ansonsten, wenn ihr wissen wollt, worum es geht, empfehle ich euch auf jeden Fall das Video auf dem Devoisier-Kanal, falls ihr da noch gar nichts von mitbekommen habt, was dieses Buch überhaupt ist. Ne, ich habe es ganz kurz angerissen, nur ansonsten, wie gesagt, hier sind auch überall Texte, hier gibt es einmal den Inhalt zum Buch und hier, worum geht es in dem Projekt, haben wir alles ausführlich geschrieben, was sind die Ziele mit dem Projekt, warum sollte jemand dieses Projekt unterstützen, auch hier dann nochmal die Gründe oder einige der Gründe aufgezählt, die ich eben genannt habe, vielleicht auch noch einige zusätzliche. Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? Ne, wohin geht das Geld überhaupt? Da haben wir auch eine Grafik, die ich wahrscheinlich schon eingeblendet habe und jetzt vielleicht nochmal einblende, wo ihr eben seht, okay, so und so viel von dem Anteil geht da und dahin und so viel müssen wir tatsächlich noch draufzahlen. Ja, und wer steht hinter dem Projekt? Hier seht ihr dann eben auch nochmal alle, die mit dabei sind, damit ihr da informiert seid. Ansonsten lohnt sich auch immer noch ein Blick in den Blog. Da haben wir mittlerweile 10 Beiträge. Da haben wir zum Beispiel zu den T-Shirts was geschrieben, welche Größe ihr da am besten wählen solltet. Hier haben wir ein bisschen was zum Hardcover geschrieben. Hier kamen die Stretch Goals. Hier sieht man das Notizbuch zum Beispiel mal fotografiert und so weiter und so fort. Hier ist eben unser Arbeitsprozess. Wie haben wir angefangen? Wo sind wir am Ende gelandet? Also könnt ihr auf jeden Fall jede Menge lesen, wenn ihr es denn wollt. Gut, Leute, das soll's gewesen sein von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Das ist sehr schön, wenn sich jemand die Zeit genommen hat. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, morgen gibt's ein weiteres Infovideo und übermorgen noch ein weiteres. Von daher, schönen Tag euch noch. Bis dahin und tschüss.